Die nächste Stunde hier auf dieser Welle gehört dem japanischen Journalisten Kenji Yamamoto, der Ende August in einer Veranstaltung des Hiroshima-Bündnisses Hannover über japanische Politik seit der Havarie im Atomkraftwerk Fukushima spricht. Dolmetscherin des Abends war Riho Taguchi, Produktion der Sendung Silvia Schmidt. Ja, Japan hat momentan sehr viele Probleme. Aber ich möchte heute zuerst über Fukushima sprechen. Nach der Katastrophe und auch Atomunfall haben viele Kinder und Arbeiter so Probleme bekommen. Danach, wenn ich Zeit habe, möchte ich gerne über andere Probleme in Japan auch sprechen. それで今復旧復興の事業、それから汚染を広げない様々な工事をしてるんですが、nach dem Unfall von Fukushima AKW, jetzt man ist gerade dabei zu restaurieren oder rekonstruieren. Aber wegen der Kontaminierung, TEPCO oder die japanische Regierung sagte, bis dahin ist keiner davon gestorben. Aber es ist nicht richtig. Es gab schon Tote. Eine Aussage von einer unabhängigen Gewerkschaft hat bekannt gegeben, ungefähr 10 Personen sind durch den Unfall von Fukushima AKW gestorben. Ich selbst hat festgestellt, mindestens eine Person, ein Mann, 32 Jahre, hat ist gestorben. この労働者は、自分で一人で独立して、店とか会社を作りたいので、非常に給料が高い原発のね、復旧事故の労働に参加しました。 Derjenige, der gestorben ist, war ein Arbeiter. Er wollte gerne selbstständig arbeiten oder machen, deswegen wollte Geld verdienen. Daher hat er viel bei der Fukushima AKW gearbeitet. Normal日本の労働者は今一日非正規労働者の場合1時間の時間給が800円ですぐらいです平均。 Momentan in Japan, wenn man als normaler Arbeiter arbeitet, dann bekommt man ungefähr 800 Yen pro Stunde. Das heißt ungefähr 5 Euro oder 6 Euro pro Stunde. Es ist sehr nicht so viel. Das heißt, wenn man einen Tag arbeitet, dann bekommt man ungefähr 50 Euro. で、実際原発の労働者についてはね、最低ね、2万円か3万円の日当が出るというふうに言われて、大阪なんかでは労働者が集められて、福島まで。 Aber wenn man bei AKW Fukushima arbeitet, bekommt man ungefähr 200 oder 250 Euro pro Tag. Daher man hat Arbeiter zum Beispiel in Osaka so gesammelt und mit dem Auto nach Fukushima hingeschickt. 実際はね、政府が出しているお金から言うとね、東京電力が出しているお金から言うとね、1日の日当は10万円ぐらいにならないといけないんです。 Aber eigentlich, TEPCO bezahlt für einen Arbeiter ungefähr 100.000 Yen, das heißt 700 Euro oder 800 Euro bezahlt schon TEPCO. だけどその間に入ってるね、何人もの仲介の悪い連中がいて、実際にはこういう福島原発での汚染状況の仕事なんかに参加している労働者は1日日当2万円ぐらいなんです。 Aber es gibt so viele Vermittlungsfirmen dazwischen, deswegen am Ende bekommt ein Arbeiter nur 200 Euro oder 150 Euro oder sowas, so wenig. この亡くなった32歳の労働者の場合は、一生懸命働いて500万円のお金を稼ぎました。 Der Arbeiter, 32-Jährige, hat fleißig bei AKB gearbeitet und 5 Millionen Yen verdient. Wie viel ist das? 500 Yen? 50.000 Euro. Ja, ungefähr so hat er gesammelt. Er hat viel Geld gesammelt.
自分の思ってたようにスポーツジムを開きました。hat mit dem Geld einen Fitnessclub aufgemacht. しばらくして死んでしまいました。Aber danach ist er gestorben. こういう事例がね、他にもいくつか聞いています。でも僕が具体的に確認したのはこのケースがはっきりしています。Es gibt auch noch so weitere Beispiele, so wie ähnliche Beispiele, aber dieses Fall habe ich selbst untersucht. Ob ich zwischendurch eine Frage stellen darf? Woran? 質問してもよろしいですか？Woran ist er gestorben? なんで亡くなったんでしょうか？白血病だというふうに。白血病。急性白血病。Leukämie. Ich bin Mediziner, das ist so. Normalerweise gibt es keinen Zusammenhang. Was ist das? だからね、一応この、労働者に関わる独立系の労働組合の連中がね、彼の以前の。Aber nach der Aussage von der unabhängigen Gewerkschaft war der Mann eigentlich sehr gesund. Und er hat 50.000 Euro oder so gesammelt, das heißt, er hat mindestens 250 Tage gearbeitet im AKB, so intensiv. Deswegen einige Ärzte denken, dass es wegen der Strahlung. Okay. Ich habe noch eine Frage zur Information. Wann kann denn eine Leukämie aufgrund von einer Bestrahlung dann frühestens entstehen? Nach einem Jahr nicht. Also wie lange braucht es dann, bis die entsteht? Kommt es auch auf die Intensität der Bestrahlung? Was richtig, ist damit? Ne? Richtig, ja. Intensität und Alterzustand des Menschen. Da kann man nichts sagen. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung dazu. August 2011 hatte die Welt beispielsweise gemeldet, der Strahlenwert in Fukushima sprengt die Messgeräte. Rund ein Jahr später hieß es unter Berufung auf japanische Medien, Arbeiter hätten angeblich Messgeräte manipuliert und September 2013 teilte der Spiegel mit, aus undichten Tanks würde Wasser austreten, dessen Strahlung stärker sei als bisher angenommen. Die Arbeiter hätten zuvor Messgeräte verwendet, die so hohe Strahlung nicht erfassen konnten. 今のね問題とも関連しますからね、それで続けて一緒に言っていただいて結構ですが、まあ子どもたちにね甲状腺がんがねすでに発生しているということについても、今のね、いや、ich weiß aber nicht so genau, ob diese wissenschaftliche Untersuchungen bis dahin wirklich richtig wäre. Und ich wollte jetzt ein Beispiel nennen. Man hat in Japan Kinder von 6 bis 18 Jahre alt, insgesamt 360.000 Kinder untersucht. で、この当時、その調査の対象は36万人の子どもたちが調査をして、そして一次検査でちょっと問題だなというふうに言われた、次の検査が必要だなと。Dann man hat erstmal untersucht, dann ungefähr 40.000 Kinder sollten nochmal nachuntersucht werden vom Schilddrüsenkrebs. Und konkret sollte man noch eine zweite Untersuchung machen, so wie es die Leute erwartet haben, 214 Menschen. Dann man hat nochmal untersucht, dann 214 Kinder sollten nochmal nachuntersucht werden. で、この時点で甲状腺がんが9人、疑いが4人というね、こういう結果でした。Dann 9 Kinder hatten schon Schilddrüsenkrebs und 4 Kinder hatten, weitere 4 Kinder hatten so große Wahrscheinlichkeit. で、この時点ではね、だからこんなに早く、まあ、さっき の, あれと一緒でこんなに早く。Aber manche Ärzte von Fukushima medizinische Fachhochschule denken,
es ist nicht mit dem Fukushima zu tun, weil es ist zu früh aufgetaucht ist. Normalerweise solche Krebs dauert es lang. Deswegen, es gibt keinen Zusammenhang. Aber normale Bürger denken, trotzdem ist es sehr hoch als sonst. Deswegen, Bürger haben eine andere Meinung. Aber die Regierung und das Land oder das Präfektur Fukushima sagen, dass es nicht mit dem Fukushima-Unfall zu tun hat. Ja, aber das ist ja, ne, die Nihon-Seifu-No-Imano-Genpatz-No-Ne, Higai-Ni-Tai-Suru-Ne-Chou-Sa-No-Shikata-Ga-Mon-Dai-Nan-De-A-T-E, ne, 一般的に医学的に必要かどうかということについて、全く違うんですよ。 そこがね、日本政府の間違いなんで、それを言いたいね、僕は。 Was ich sagen wollte ist, es ist vielleicht nicht wissenschaftlich, weil es gibt keine andere, mit keine Vergleiche Zielgruppe. Aber trotzdem, ich denke, dann überhaupt so zu untersuchen, ist falsch von der Regierung. Die Regierung sollte etwas anderes so überopfern oder über Auswirkungen untersuchen. そしてね、さらに問題なのはね、こういう情報について、これは福島の市民運動たちが 福島県や政府に対してのこの調査委員会に対して資料を明らかにしなさいと言って初めて公表するんで、新聞とかテレビに出ないんですよ。もう本当にごく一部の人間しか知らない。Und auch das Problem ist, solche Informationen über die Untersuchung wollte die Regierung nicht veröffentlicht machen. Dann die Bürgerinitiative hat so versucht und verlangt, danach hat die Regierung diese Information veröffentlicht. Sowas kennen nicht so viele Leute. In der Zeitung oder im Medium wurden auch nicht so viel berichtet. そして今ね、もう一つ大きな問題が出ているのは、福島原発からたくさんの放射能によって汚染された水が近くの海岸に流れ出ていっていることです。 Und es gibt auch noch ein anderes Problem. Es wird viel stark verstrahltes Wasser aus. Bis dahin 300 oder 500 Tonnen kontaminierte Wasser ist ausgelaufen. Und natürlich, es war so Kernschmerz und so weiter, man musste kühlen. Aber diese kontaminierte Wasser sollte nicht auslaufen. Daher, man hat eine so wie eine Becken, Schwimmbecken vorbereitet, 1060 Stück. だいたい学校の 25 メートル プールぐらいの大きさの汚染水を入れるものだと思ってください。 Dann ungefähr ein Stück, eine solche Becken kann man sagen. Becken ist ungefähr so 25 Meter lang, so wie Schwimmbad. それをね、急いで作ったもんですから、普通はもうそのタンクから 水が漏れないように非常に厳密なね。 Dann normalerweise, wenn man solche Becken baut, man schweißt so richtig, damit es nichts ausläuft. Aber man hat damals keine Zeit gehabt. Man hat einfach so mit Bolzen geschraubt und so. Daher jetzt ist es so ein bisschen so geröstet und dadurch ist Wasser ausgelaufen. Gerostet. Gerostet, genau, undicht geworden. Das wird dann immer mehr Wasser bleiben. 500 oder 1000 Tonnen könnte werden. で、先ほどのね、健康調査と同じでね、そのすぐ近くの海やその海の底の泥をすくって、deswegen eigentlich man sollte Meereswasser oder Erde im Meer untersuchen, aber trotzdem solche Untersuchungen werden nicht gemacht. これから福島原発をね、少なくとももう廃炉にするということはもう基本方針として決まってるので、その廃炉するためには ずっとこういうふうに流れてるのを、これから30年、40年にわたって、もう漏れ出さないようにしていく工事をしなければならないんだけど、具体的にはそういう工事には何にも手がついてない。
dann dieser AKW Fukushima wurde nie mehr in Betrieb genommen. Das heißt, aber das Wasser wurde nächste 30, 40 Jahre auch dort, gelagert sein. Das heißt, dafür muss man nochmal neu was reparieren oder so. Aber es gibt noch keine konkrete Plan. 今だから例えばね地下水を汚染した地下水一緒になって地下水が汚染されないようにしようと思うと、まあ例えば福島原発がこうあるとするね。 Deswegen diese strahlende Wasser sollte nicht mit Grundwasser gemischt werden. Daher, wenn man vom Berg so das Wasser, Grundwasser oder Regenwasser kommt, sollte nicht gemischt werden. Daher muss man vielleicht eine Mauer bauen oder mit Metall oder mit irgendwas. Aber man hat keine Erfahrung davon und so Spezialist oder so Baubereich haben auch keine Ahnung. Hat keine Ahnung und man weiß nicht, wie man das stoppen kann. Dann so ungefähr 10 Kilometer oder 20 Kilometer entfernt von AKWs darf man nicht fischen, kein Fisch fangen. Daher japanische Regierung sagte, man braucht nicht untersuchen, ob Fische kontaminiert sind. この福島原発だけの近くに魚は定住するわけじゃないから、回遊してるから。 その魚の汚染はね、もっと広がってる。ひょっとしたら、太平洋ずっと回ってるね、大型魚なんかでも放射能汚染という可能性はあるんでしょうけど、そういうことの調査っていうのはもう全くやってない。だから非常に危険な状態としか言いようがない。Natürlich Fisch bleiben nicht in einem Ort. Deswegen die Kontaminierung ist sicher, könnte sehr verbreitet sein, zum Pazifik oder so. Aber es gibt keine Untersuchung, das ist das Problem. Die Wissenschaftliche Kommission UNO hat am 27. Mai 2013 offiziell gesagt, diese Strahlung bei Fukushima war nur ein Drittel von Tschernobyl. Deswegen ist es nicht so schlimm. Das noch ein anderes Problem ist, ich war im Frühling nach Fukushima gefahren. Da haben wir auch in eigentlich verbotenes Gebiet reingegangen, weil es keiner da war. Denn es gab noch viele kaputte Häuser, kaputte Fabriken und Straßen, alles hat man so einfach gelassen. Man hat nichts gemacht, das heißt, die Strahlung sind noch da. Natürlich, man könnte nicht dagegen was machen, es ist schon schwierig, aber das ist ein gefährliches Gebiet, da ist ja immer noch so strahlende Gebiet. Das macht auch Umwelt schmutzig. Das heißt, die ganze Gegend ist im Grunde Sondermüll. いや、ってことはですね、まあそこが核廃棄物みたいなんでしょう。特別ゴミみたいになってるってことですよね。チェルノブイリのように死の棺桶にね、する直前の、全くしてない状態だと思ってください。Ja, Tschernobyl hat jetzt eine Betondinge drauf, aber sowas geht dann nicht. Ich frage, das ist interessant, da als Sie da waren, müssen dort von Herrchen und Frauchen verlassene Katze, Hunde, Kühe da gewesen sein. Sind sie alle tot oder sie leben dort? そこにいた人か犬とか、いたと思うんです。みんな亡くなっちゃった。いやいや、死んでない。全部野生で、勝手にみんな、犬は走り回ってるし、牛は痩せてるけど走り回ってる。
Mindestens hat man so Menschen unter, einige Menschen untersucht, aber Tiere gar nicht. Deswegen man weiß nicht genau. それがね、その当時の首相の菅直人、まあ、昔から僕の若い時の友人ですが、彼が首相の時にね、その東京電力 の, あの連中がね、現場の連中が、もうこんな危ないところにおれないから。Diese ehemalige Premierminister Kam, er ist auch mein alter Freund und eigentlich die Mitarbeiter von TEPCO oder von Fukushima AKW wollte fliehen.Weil es so gefährlich ist. Ja. Aber Kang hat gesagt, Herr Kang hat gesagt, Mitarbeiter sollte doch im AKW bleiben, weiterarbeiten. Mhm. Angeblich hat Kang, der Premierminister, sowas gesagt. Aber wenn es was passiert, wenn solche Unfälle passieren, dann muss man sein Leben opfern. Ja, das, aber sowas, so Gefährliches gebaut zu haben, das ist schon ein Problem. Das ist schon überhaupt ein Fehler.Dass wir sowas gebaut haben. Wie groß sind, welche Risiken bestehen denn jetzt für den Großraum Tokio? In Tokio ist es wie viel gefährlich? Ja, ne, das ist, ma, verständlich, oder? Ne, so, man kann nicht so genau sagen, wie gefährlich in Tokio sein könnte. Naja, eigentlich nach Untersuchung her, die Luft oder so.Einigermaßen in Ordnung, aber er kann oder wir können natürlich sagen, nicht sagen, mit welchem Wert in Ordnung wäre. Aber die Menschen essen ja schon die Gemüse oder Milch oder sowas jeden Tag von auch nördlichen Japan, wo in der Nähe von Fukushima. Nicht so nah, aber schon in dieser Gegend, weil in Tokio gibt es ja keine Agrikultur. Dann, wenn man mehrere Jahre sowas isst und ja, man weiß nicht später, was es kommt.Und es gibt eine Fukushima-Präfektur, daneben ja Ibaraki-Präfektur oder Miyagi-Präfektur. Wahrscheinlich besteht auch einigermaßen Gefahr, aber man könnte eigentlich nicht alle Menschen können fliehen. Es wird immer kontrolliert, ne, glaube ich. Es gibt auch. Du checkst alle Tränen, das ist ja. Bürgergruppen, die gegen die Regierung, gegen Atomkraftwerke sind, sie gucken ja ganz, ganz kritisch.Aber sie haben bisher, glaube ich, keine erhöhten Werte gefunden. So, nach Informationen. Ja, kann man das untersuchen? Fukushima und Tokio. Wie viel Kilometer? 200? 180? 200. 200 Kilo gleich. 200, ungefähr 200 Kilometer entfernt. Ich hatte fragen wollen, ob es irgendwie Untersuchungen am Erbgut gegeben hat, also bei Menschen, Tieren und Pflanzen.In der Gegend. Und es ist ja jetzt auch, da wir jetzt Mitte 2013 haben, sind jetzt nicht doch schon Anzeichen irgendwo erkennbar? Verstärkte Krebsfälle, Leukämiefälle. また福島の話に戻りますけれども、その植物とか動物とかですね、そういうのに遺伝子的な障害とか、危険とかそれはね、インターネット kann man sehen, einige Pflanzen sind so riesig geworden oder einige Fisch haben so komische Knochen oder sowas. Missbildungen.Und aber es ist nicht wissenschaftlich untersucht, deswegen kann man nichts genau sagen. Aber ich finde, wenn man bei Wirbeltieren was solche Missbildung finden würde, dann muss man schon dagegen was tun. Darf ich noch mehr eins bieten? Aber dann gibt es auch ein paar Beispiele, hört man.Komische Katze oder Hunde oder sowas gibt es. Ja, bitte. Also ist so insgesamt der Kurs der Regierung nichts tun, einfach irgendwie aussitzen, abwarten? Und auch von TEPCO? Offizielle Position. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen oder keine Auswirkungen
auf Menschen oder Tiere? Keine. Wie gesagt, vorher habe ich schon gesagt, diese UNO-Berichte hat offiziell gesagt, ungefähr ein Drittel Strahlung von Tschernobyl in Fukushima. Deswegen ist es nicht gefährlich oder nicht so schlimm. なぜこういうことになるかというと、日本は、あの福島原発の事故で、まあ、当時の政権、民主党は、原発を、ね、依存からだけ。Als die Katastrophe passiert war, die Demokratische Partei war in der Regierung. Aber jetzt, die liberal-demokratische Partei LDP hat wieder gewonnen im Dezember letztes Jahres. Die demokratische Partei früher wollte nicht mehr abhängig von Atomkraftwerken werden, aber jetzt, heutige LDP möchte wieder AKW fordern, sogar exportieren.でそういう今原発を推進するようなね、いつの間にか原発を推進するような方向に展開しているので、日本の原発が危ないというね、そういう情報が、まあ、日本国民のみならず海外にも出ていくと、自分たちが原発を輸出して日本の経済を元気にしようとすることが、の邪魔になるから、余計にこういう情報を出さない、こういうことなんです。Deswegen wollte die Regierung nicht solche negative Informationen veröffentlichen, nicht nur in Japan, auch nach Ausland. 私が日立製作所にね、のあの東海原いやいや福島原発の少し南の日立製作所の工場に講演に行った時に、そこの工場の幹部にあなた方はどう考えていますかと原発についてね。いうことを聞いたら、今は原発を、ね、推進するということは言えないけれども、まあ、そのうち、なんとかなるでしょうという言い方をしてみました。日立製作所です。原発作ってるんですね。日立も、東芝、三菱ね。うん、なや、ヤパニシェコンセン、日立、おだ東芝、おだ三菱、バウエン、アカウェス。うん、Und ich war mal, bei Hitachi, in der Nähe von Fukushima, etwas südlich von Fukushima.Zum Vortrag gegangen und dann ich habe die Mitarbeiter gefragt, wie denken sie über AKWs. Dann ein Mitarbeiter hat gesagt, ja momentan kann ich nicht sagen, dass ich eigentlich AKW fordern möchte, aber irgendwann mal könnte wieder so werden. 今はあまり原発を、ね、推進するということを言わずに、今は風力発電とか太陽光発電とか。そういうところに力を入れていますが、自分たちとしては、ね、本心としては原発を、ね、海外に輸出するようなことをしたいような、そういうような、話しぶりです。Dann der Mitarbeiter meinte momentan, man sagt, ja, wir fordern Solarenergie oder Windenergie, aber ehrlich gesagt, wir würden auch eigentlich AKWs auch fordern.各地でね、市民運動が、まあ、原発をもうやめさせよう、再稼働させない、新しく作らせないという市民運動があるんですが、まあ、それが、まあ、そんなに、japanische Bürgerinitiative nicht so stark ist gegen Atom. Und manche waren auch enttäuscht von demokratischer Partei. Deswegen letztes Jahr, dieses Jahr haben die LPD wieder so gewonnen, weil die LPD hat auch gesagt,Nicht unbedingt AKW, wir fordern auch andere Energiequellen. Aber trotzdem, nachdem die LPD gewonnen hat, die LPD hat richtig wieder angefangen, AKWs zu fordern. Aber trotzdem, viele 60% der Bevölkerung unterstützt AKW-Regierung. Was denken die Japaner? Was hast du mal hingelegt? Wahlbeteiligung war niedrig. Ja, aber manchmal auch andersDiejenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind, konnte er sozusagen blank Vollmacht abgegeben, weil sie Vertrauen hat an die Regierung.
an die japanische Regierung. Kann man auch so, auch so interpretieren. Wie ist denn die Regierung in der Präfektur? いや、LDPに近い、地上も。うん。いや、病気も前に。こちらはね、彼らはやっぱり被害地だから、あの、原発いらない。いう立場は取ってるんですよ。でも、それ以外では。経済的なこと。そうそう。こういう汚染してるから、たくさんの予算がね、降りてくるから、それの方が嬉しいっていう、うん、復興予算。だし、あ、そう、あ、I'm Atomkraftwerk da sind, bekommen sie mehr Steuermehrunterstützung vom Staat. Deshalb die Präfektur Fukushima sagt äußerlich, nee, wir brauchen kein Atomkraftwerk. Aber was ich denke, ist anders. An den anderen Atomkraftwerken auch. So. 国民がね、一番ね、なぜ自民党にコロッと変わってしまったかという最大の理由は、 やっぱり民主党が裏切ったからっていうのが一番です。いや、インディア、その最大の理由。フォリゲパーティー、デモクラティッシュパーティー、は、アニゲ、アニゲポリティカ、インディアパーティー、コメンアウス、ヒタチ、フォンゲベクシャフト、ヒタチ、オダ東芝、三菱、ディアウ、アンハベース、ゲバウチャー、アウ、そう、ストロームフィアメン、ストロームアンビーター。 Daher die Bürger waren enttäuscht. Gibt es noch eine Frage? Nein, es gibt eine Bemerkung, dass die Japaner sehr konsumfreudig sind. Zum Beispiel auch, was Energie angeht. Und der nächste Weg ist der bequemste Weg, deshalb nutzt man ihn oder lässt man ihn. Selbst wenn man für eine Wende ist, ist man nicht energisch genug, das durchzusetzen, weil man gewohnt ist, mit verschwenderisch mit Energie umzugehen und zu dieser Konsumhaltung keine Kritik. Zum Beispiel beim Autobahn gibt es kaum Beleuchtungen. Es ist ziemlich dunkel. Aber in Japan oder in Japan gibt es sehr viele wie Kiosk, 24 Stunden aufhaben und sehr hell ist. Sowas hier in München und in Hannover habe ich nicht gesehen. Und in Japan gibt es überall solche Straßenbeleuchtungen oder Automaten, Getränkeautomaten überall. Natürlich ist es sehr schade. Ja, wir müssen eigentlich über unseren Lebensstil nochmal nachdenken. 緑の党のような政党はね、まあ僕が知る限り10個ぐらいありますね。でも政権には入ってない。もう何一つね。自分たちが緑の党だと、ドイツの緑の党。Ja, es ist sehr schwierig. Es gibt auch so wie Grüne Partei. Ich kenne auch mindestens 10 verschiedene Gruppen, die selbst sowas sagen. Aber sie bekommen keine genügende Stimme für den Parlament, die Regierung. Nur ein Mann, Taro Yamamoto, hat letztens beim Oberhauswahl gewonnen. Aber er ist auch von Bürgerbewegung gegen Atom. Aber er war selbst früher Schauspieler, er war schon bekannt. Deswegen auch hat er ja, Stimme bekommen. Aber andere haben keine Stimme bekommen. So, die Genpatri-Hantai-Sulu-Shimin-Undo-Wa昔はね こういう事故とかいろんな事件が、チェルノブイリの事故があったりとか、スリーマイルアイランドの事故が起きたら、運動がわっと盛り上がって、そしてまた静まって。Früher gab es auch schon mal so gegen Atomkraftbewegung. Nach Tschernobyl war auch so hoch, sehr stark. Danach ein paar Jahre später nicht mehr, auch bei anderen Unfällen auch. Aber diesmal, jetzt schon fast 3 Jahre vorbei nach dem Fukushima, aber trotzdem. Zum Beispiel in Tokio treffen sich ein paar hundert Leute immer noch vor dem japanischen Regierungsgebäude, jeden Freitag noch. Oder in Osaka auch, ein paar Leute treffen sie sich immer noch. Es ist schon lange fristig geworden, es ist eine Änderung. Wir, 1960年代の終わり、70年代の 反戦反核運動を経験した人間は反原発とその反核兵器というのを一つにね考えるそういう運動をしていますが
最近の若い人たちは反戦運動をした経験がないのでね、反原発運動と反原子爆弾、核兵器、そういう運動とが分かれてる、セパレートしてる。Ja, meine Generation, ich bin naja jetzt so fast 70 und 60er, 70er Jahren haben wir so Anti-Atom-Bewegung und Anti-Kriegs-Bewegung gemacht. Für mich ist es zusammen. Aber für die jüngere Generation, sie haben noch nie Anti-Kriegs-Bewegung gemacht. Deswegen für sie ist es zwei getrennte verschiedene Sachen. 50 Atomkraftwerke ist gestoppt jetzt, ne? Ja. Also, 50 の原発全部止まってますね。今ね、いや、だから、今何て覚えてるんですか？あれ、大井原発2つが、あ、そう、ツバイゼンティン。一応再稼働。ツバイゼンティン、ペトレン。Dafür muss man sehr viel Öl und Gas kaufen und in den letzten zwei Jahren schreibt Japan ganz große rote Zahlen, mehrere Billionen Euro, mehrere Billionen Euro. Auf Dauer geht es nicht so wie Japan. Wie denkt die Regierung, was die Regierung machen? 特にね、それはアベノミクスというね、その今の LDP が取った経済政策によって、昔は円が強かったね。今は弱くなったからね。だから。Ja, dieser Premierminister Abe hat eine wirtschaftliche Maßnahme getroffen, damit japanische Yen ist jetzt schwach geworden. Deswegen, wenn man was vom Ausland kauft, ist es teuer. Dies Jahr war Japan sehr, sehr heiß, besonders in Osaka auch. Jeden Tag mehr als 35 Grad, sogar 40 Grad, jeden Tag. Und zwei Atomkraftwerke sind im Betrieb. Aber eigentlich, sie erzeugen keinen Strom. Trotzdem, ja, keine Lücke von Strom. Das heißt, ohne AKWs kann man auch in Japan so gut laufen. Daher, LDP kann nicht mehr so verlangen, stark fordern. Was, also wenn es in Japan seit Jahrzehnten diese Atomkraftwerke gibt, was passiert dort mit dem Atommüll? それぞれの原子力発電所に今どんどんどんどん溜めてる。で、まあ先ほどの汚染水も同じようにどんどんどんどん溜めていく。さらに福島原発で、Ja, in Japan gibt es auch noch keinen Endlager. Und in AKW sammelt man so diese Müll, Atommüll.Und in Fukushima, man muss so dekontaminieren, dann die Erdestücke oder so hat man auch gesammelt, so strahlende Erde oder Wasser hat man gesammelt, man hat aber irgendwo einfach gelagert. Das heißt, in Fukushima, überall gibt es solche schmutzige oder strahlende Müll, überall. Und ich war auch selbst 5-6 Mal in Fukushima und ja,Aber die Regierung hat noch keinen Plan, keinen konkreten Plan. Und, ja. 例えば、その福島のね、ちょっとしたリゾートのそのリゾートがありますね。Nein, es gibt auch eine Planung Fukushima Resort Planung oder sowas. Einige wollten dort eine so Touristenattraktion machen, attraktiv machen. Aber es gibt natürlich ein paar Hotels oder Pensionen.Aber wenn man daneben solche kontaminierte Erde oder so gesammelt wurde, natürlich, man wollte nicht dort grillen oder aufhalten. Ja, ja 本当に行ってみるとね、もうそのひどさっていうのはどうしようもない。Es ist wirklich so schlimm, wenn man nach Fukushima fährt, dann sieht man, dass die Realität. Ja. Ja. それでね、さっきの核廃棄物で言うとね、六ヶ所村というね、もう日本の本州の一番北のところでね再処理をしてそしてもう一回プルトニウムを使ってやるというその原子力発電の計画をね再利用の核再利用 Then, Es gibt ein Ort, heißt Rokkasho. Das ist ganz nördlich von Hauptinsel Japan. Da gibt es auch Wiederaufbereitungsanlage von Atommüll. Gibt es. Und aber soTechnisch ist es schwierig, es ist nicht stabil. Es funktioniert nicht so gut. Und man wollte auch eine AKW mit Plutonium machen,
Aber das ist auch so schwierig und sowieso unter dem diese Lokasho oder unter dem anderen Plutonium-AKW hat man festgestellt, dass es wegen es sehr gefährlich sein könnte, wenn Erdbeben kommt. Verschieben, genau. Wenn ich mir mal die Zeit angucke, hier steht noch der Artikel 9 der japanischen Verfassung. Da würde mich interessieren, wie weit sind die Bemühungen, diesen Artikel 9 zu streichen? 今の国会議員で言うとね 78% が憲法第9条を変えるという考え方の人間になってしまいました。 Momentan 78 Politiker in der Regierung wollte Artikel 9 von japanischen Verfassung ändern. 日本国憲法は 3分の2以上の国会議員の賛成でね で、憲法9条を変えることができるということになっていますから Dieser Artikel 9 ist ja, man sollte keine Militärkraft haben und momentan nach Gesetz 2/3 von Politiker dafür zustimmt. Zustimmen kann man das Gesetz ändern. Aber ungefähr 51% Bürger sind dagegen. Ich muss über japanische Verfassung erzählen. Diese Verfassung ist gleich nach dem Zweiten Weltkrieg von Amerikanern geschrieben. Also provisorisch von Soldaten gemacht, und um Japan zu schwächen. Und ja, dummerweise hat Japan diese Verfassung nicht verändert in den letzten fast 70 Jahren. Und die Welt, Japan, haben sich geändert. Und Japan will jetzt anpassen. Also nicht nur diese neuen, sondern überhaupt von Anfang an möchte Japaner selber schreiben. Deutschland hat zum Beispiel 58 Mal das Grundgesetz verändert. Und Amerika, Frankreich, alle Länder haben derzeit angepasst, geändert. Warum darf Japaner nicht ändern? Ja, so, so, ne, 解釈をするのか, それともね, ま、基本的に, やはり, 日本の中で、ね、あの、かつてのような軍国主義のままの日本では、ね、国体が護持できない、つまり天皇制を維持できないので。Von außen gesehen haben Japan, Amerikaner in Englisch geschrieben, aber nicht allein entschieden. Da war auch japanische Gruppe, Japan wollte dieses Tenno-System, Kaisersystem beibehalten, ja immer. Deshalb hat diese japanische Gruppe mit der Besatzungsmacht besprochen, was wir jetzt machen, wie wir es machen. Und Japaner wollten nur, wie gesagt, Tenno-System beibehalten. Amerikaner haben akzeptiert, dafür diese Sätze geschrieben. Also ganz, ganz harmlose Hase sozusagen. Also man kann nichts machen, kämpfen nicht und so weiter und so weiter. So ist es entstanden. Also ich habe noch gehört, es hat Interessen gegeben, auch von diesem General MacArthur, dass der Kaiser bleibt. Das hat wohl auch Interessen gegeben, also so ganz klar ist es auch nicht. Ne? Nee, da ist er umstritten. Okay, ich glaube, das können wir schon auch diskutieren. Mich würde die aktuelle Entwicklung interessieren. Ich glaube schon, dass es Regeln gibt und die werden ja in Japan auch eingehalten. Also Sie haben ja gesagt, warum diskutieren wir, Japan darf es nicht verändern. Warum wollen Sie es tun? Dass Sie das machen können, ist überhaupt nicht die Frage. だからもう二度と戦争は嫌だっていうね。そういう気持ちが非常に強かったから憲法9条を守っていくという形が来たわけだけど、そのそうですね、中国が強い力を持ってね、それでまあ今だったらまあ例えば沖縄県のところの石垣、あの、いや、nach dem Krieg in Japan natürlich viele Bürger, das japanische Volk möchte nie mehr Krieg haben. Deswegen man hat dieser Artikel 9 so unterstützt. Aber jetzt China ist sehr stark geworden. In der Nähe von Okinawa gibt es so Insel Senkaku. Das ist eine dort da Japan und China streiten, wer Senkaku haben sollte oder das gehört. Oder mit Korea, mit Südkorea. Es gibt auch eine Insel Takeshima. Es ist offiziell japanisches Territorium, aber Südkorea besetzt das jetzt. Und Russland, mit Russland gibt es auch so vier Inseln.
nördlich von Japan. Früher gehörte zu Japan, aber jetzt Russland. Dann einige möchten gerne diesen Artikel 9 ändern und mit Gewalt diese Territorium wieder zurückhaben. Einige heißt wie viel? Ja, 実際ね, だから、あの、テレビとか新聞とか、そういう世論の、あの、まあ、メディアが露出するところではね、威勢のいいコメンテーターとかが、すごく支持されるんだけど。Natürlich im Fernsehen oder in der Zeitung sieht man oft so einige Menschen, die sehr gerne gegen China oder Korea Krieg machen möchte und Territorium zurückhaben möchte. Solche Leute sieht man oft jetzt. Aber wenn es wirklich ein Krieg passieren würde, würde keiner von jugendlichen Leuten selbst zum Krieg gehen. Wahrscheinlich nicht. Deswegen, ach, aber trotzdem haben die Menschen, Japaner, bei der Wahl so viele Politiker unterstützt, die Artikel 9 ändern möchte. Aber wahrscheinlich die Bürger würden selbst nicht Krieg machen. Das ist eine komische Situation. Also, die japanischen Tanker zu schützen, so etwas ist notwendig, diese Ansicht ist schon seit 30 oder 40 Jahren vorhanden. Ganz erst, eigentlich seit 30, 40 Jahren gibt es schon Diskussionen, dass man wegen Tanker oder wegen Schiff so militärisch rüsten möchte. Aber nach meiner Meinung her oder nach Bürgerfriedensbewegung, man braucht nicht so militärisch machen. Es ist kein Krieg. Man wollte einfach von Piraten oder so sich schützen. Da kann man sich so sich rüsten, nicht unbedingt, es ist nicht mit der Verfassung dazu. Ich sehe diesen Paragraph 9 vor dem Hintergrund, dass wenigstens hier im Westen allgemeine Ansicht ist, dass Japan wirtschaftlich ein Riese ist und politisch ein Zwerg ist. Vor diesem Hintergrund wird sicherlich dieser Paragraph 9 auch zu sehen sein. Der wirtschaftliche Riese kränkelt und ist global total vernetzt, zum Beispiel auch im Fernen Osten, wird sich nicht leisten können, nach China oder Korea richtig offensiv vorzugehen. Das Säbelrasseln und möglicherweise einzelne Vorstöße, um Selbstbewusstsein, was nicht da ist, zu inaugurieren, dieses Säbelrasseln wird sicherlich da sein, aber eine Aufrüstung, wie sie unter Hitler da gewesen ist, vergleichbar von der geschichtlichen Situation, wird es nicht geben. Da kara, so yu kuni da to omowarete iru no ga iya da kara, Abe Shinzo wa ne, so de nai ne, tsuyui kokka ni shitai to. Iu fu ni yotte, kokumin no shiji wo eteru tuyu sokumen ga aru. Daher, der Premierminister Abe wollte stark Japan haben. Deswegen, wollte auch das Paragraph 9 ändern. Kommen wir zurück zu Krieg und Kriegsmaschinerie. So wie bekannt, Deutschland und Japan haben nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es sollte verhindert werden, Kriege sich zu beteiligen. Aber das ist direkt, indirekt beteiligen sie sich dauernd. Denn Deutschland ist auch einer der größten Waffenlieferanten bzw. Waffenhersteller in der Welt. 戦争はですね、あまり関わってないんですけれども、例えばドイツも戦争はあまりしないんですけれども、武器の輸出などドイツはすごくやってるんですね。だから間接的には戦争に関わってると言えると思います。で、日本はどうなんでしょう。日本はね、武器輸出三原則というのがあって、で実際に個々の部品という形でひょっとしたらなってるかもしれないけれども、大きな例えば戦車とか、あるいは戦艦ね、船とか飛行機とか戦闘機を輸出するというようなことは現在のところは一切ありません。それはやっぱり国民のね、運動あるいは憲法9条の大きなやっぱり役割です。Ja, in Japan ist es verboten, solche Waffen zu exportieren. Vielleicht einige Teile von Waffen oder von sowas zu exportieren ist in Ordnung, aber ein Tanker oder eine Kriegsschiff oder Panzer oder Kriegsschiffs oder sowas zu exportieren, ist es verboten.
aber so wirtschaftliche Bereich wollten jetzt mehr im Militärbereich gehen, damit man auch Umsatz macht, auch wie Atom. Ja, genau. Das war's. で、財界はね、やはりさっきあのどなたかの話のあったように、要するにやっぱり日本の経済的なあの輸出とか産業のいろんなことから考えると、中国と戦争したくないというのは日本の大手、企業の経営者たちは全部そう思ってるから、ね、いざとなった時は多分足を引っ張るでしょうね。Auch so wirtschaftliche Bereiche wollten Leute natürlich nicht mit China Krieg machen. China ist eine gute Kunde. Daher, ja. Soweit der japanische Journalist Kenji Yamamoto. Das war eine Veranstaltung des Hiroshima-Bündnisses gewesen. Übersetzt hatte Riho Taguchi. Im Anschluss hatte ich noch Gelegenheit, mit einem Studenten zu sprechen, der aus Fukushima kommt, aber schon länger in Deutschland lebt. Er hat Verwandte in Fukushima und sagte, er hätte manches erst an diesem Abend erfahren. Das, was Sie jetzt alles gehört haben, möchten Sie da was, etwas zu sagen? Zum Beispiel jetzt, ja, was jetzt über die Untersuchungen gesagt wurde, ne, dass die Untersuchungen nicht stattfinden. Was hören Sie eigentlich selber aus Fukushima von den Auswirkungen? Ich habe auch schon meinen Bekannten gehört, es gibt so ein paar Probleme mit Kindern schon mal. Das habe ich schon in Japan schon Bekannte in Fukushima gehört. Und was haben die? Also, welche Probleme haben die Kinder? 具体的には詳しくは分からないんですけど、病的なことっていうよりもその精神的なことでその外に出て遊んだりできないっていうことからストレスが溜まってるってその。Nicht unbedingt so Krankheiten, sondern Stress, weil die Kinder nicht draußen spielen dürfen. Die Kinder sind gestresst. Also es gibt Sicherheitsmaßnahmen in Fukushima. Was sind das hier für welche? あの、なんかその安全にするためのなんかそういうあの対応策っていうのあるんでしょうか？具体的な対応策っていうのはわからないですけど、やっぱりあの。 小さい子供がいる家庭だったらやっぱり遠くの方に引っ越したりなるべくその占領地の高いところに住まないっていうふうに。Ein paar Familien, die kleine Kinder haben, ziehen schon oder versuchen, ja, umziehen, damit die nicht so viele Strahlung bekommen. Und was ist über die Strahlung, über die Strahlenbelastung bekannt? In Fukushima ist es ja, die Strahlung ist hoch oder so, das ist ja in allen Städten bekannt. Das passiert やっぱりその他県から比べると明らかに高いのは目に見えてると思いますというのはそのこの間僕が帰った時に見た感じたんですけどその公園だったり公共の場にモニタリングされて随時その今どのぐらいの高さなのかっていうのが少なくとも分かるようになっているのですいません、じゃあ来たら Ja, ich denke, es war schon, ich habe schon auch bemerkt, dass es so mehr gefährlich wäre für Plätze anderer Plektoren, weil auf dem Spielplatz oder so gibt es immer eine solche Messgerät. Das zeigt immer, jetzt wie viel wert sind. Das muss man jetzt gezeigt zeigen. 間違ってるのか正しいのかっていうのは僕は実際わからないですけど、その話を聞いて、そういうふうな状況なんだっていうふうに思いました。ちょっと申し訳ない。Ich kann nicht beurteilen, aber ich kann nicht beurteilen, aber ich habe dann ja mehr jetzt erfahren, wie die
Assoziation ist in Japan oder so, Fukushima überhaupt. Also hier in Deutschland erfährt man jetzt quasi mehr. Nee, hier, ja genau, er ist schon hier, deswegen, ja genau. Und er ist in Japan schon lange hier, deswegen, ja, er bekommt auch nicht so viele Informationen aus Japan. Also über japanische Medien auch nicht so? インターネットのニュースだったり見るぐらいです。あとはやっぱりその家族だったり日本にいる友人や知人から聞くぐらいで他に入ってくるってのは全然ではない。ね、ein bisschen so Internet Zeitung lesen oder ein bisschen von japanische Bekannte hören, aber nicht so viel insgesamt. Und zu irgendwie noch irgendwelche Korrekturen zu dem, was der medizinische Hochschulmitarbeiter vorhin gesagt hatte. Da vielleicht noch irgendwas dazu? さっき神野さんというお医者さんがなんかおっしゃってたことについて何かコメントとかありますか？なんか自分の聞いてることと違うとか意見とか。そんなにすぐに発病しないっていうことを僕はただただ信じたいんですけど、やっぱりさっき山本さんの話を聞いたように、それが本当なのかどうなのかっていうのは実際今までの医学のそのデータとして出てるのが正しいかどうかっていうのは分からないっていうのは。Ja, ich wüsste auch nicht so genau, dass es so lange 3-5 Jahre dauern sollte, so eine Krankheit zu bekommen. Das wusste ich nicht. Und aber Herr Yamamoto hat eine Frage gestellt. Vielleicht diese Untersuchung war falsch, wäre falsch gewesen. Es könnte auch sein, aber das kann ich nicht so genau sagen. Ja. Also vieles ungewiss ja, auch einfach. さっき言ってたその観光地化しようとしてるっていうことと、はい、その実際に観光地に人がやっぱり風評被害とかを避けるために観光客を集めたりして実際には出向いてくるっていう話があったんですけど、でもやっぱり現実的だと思います、うん、山本さんが言ってたように一旦は来るけどすぐ帰ってしまうっていうのが現実なんだろうなっていうのと、それに対して今後その福島県内に住んでる人たちはもうどうなっていくんだろうなっていうのが一番の気分です。Ja, und ich habe auch von Yamamoto gehört, man wollte da einen Freizeitpark oder Resortpark machen. Aber ich vermute auch, vielleicht die Leute, würden einige Leute kommen, aber gleich weggehen. Und ich mache auch Sorgen, wie die Leute, die dort wohnen in Fukushima, wie es weitergehen sollte. Wissen sie nicht, oder ja. Wie? Oder ja, ich mache schon Sorgen.避難区域以外のところに住んでる人たちは実際に問題があるんだろうか ないんだろうかっていう疑問だったり不安は抱えながらも実際そこに住んでいるっていうのが実際60キロ離れてますね、これ。はい。Ja, meine Eltern wohnen auch ungefähr 60 Kilometer entfernt. Und natürlich ist es nicht Evakuationszone, aber man weiß nicht, ob es wirklich okay ist. Man wird das erst merken, ne? Ja, man wird das erst merken. Ja. Wer eben erst in diese Sendung eingestiegen ist, kann sie an diesem Sonntag um 14 Uhr bei radioflora.de nachhören. Die vollständigen Beiträge werden auch auf freie-radios.net noch eingestellt. Zum Abschluss ein Dokumentarfilmtipp zum Thema Atomkraft, Atomkraftgeschichte, PR, Politik, Unfälle, Militär, Lügen und Vertuschungen. Für den Film »Das achte Gebot« haben Bertram Verhaake und Klaus Striegel auch in den Archiven gegraben. Eine der ersten Szenen zeigt, wie ein Atomtest mit Schweinen durchgeführt wird, die schreienderweise und mit schwersten Verbrennungen überleben. Der Versuch stellte die Planer aber nicht zufrieden und so führte man einen anderen Versuch mit Soldaten durch, denen man sagte, es handele sich um einen psychologischen Test und es sei sicher. Der gesamte Film